Gleich machst du hier wieder was kaputt. Nee. Ich nehme jetzt 2 von den Schinkenspeck mit Eiern, weil wir 4 davon gemacht haben. Kannst du dann auch wieder. Wir haben, also das Problem ist, wir haben so gut wie keine Munition. Ich habe gar keine. Ja, deswegen sage ich es ja. Ich kann halt höchstens mit meinem Pfeil und Bogen drauf schießen auf die. Ja. Aber auch nicht lange, weil der bald kaputt ist. Bin ich rausgeflogen wieder? Nö, du stehst hier rum. Mir bewegt sich nämlich auf der Stelle. Bei mir stehst du da rum. Jetzt bist du rausgeflogen. Gut. Na gut, wenn du wieder reinkommst. Ja, ich werde es probieren. Weil die kommen jetzt. Und jetzt gleich werde ich von Geiern die ganze Zeit attackiert. Wir sind Game Stage 81. Das ist doch nett. 2 Minuten noch. 1 Minute noch. Und die sind da. Waiting for server. Die kommen von der anderen Seite. Ernsthaft? Ja. Weil die wohl gemerkt haben, boah, da sind ja ganz schön viele Fallen. Ja, da gehen wir dann mal nicht hin. Ich hoffe wirklich, dass es einfach nur Zufall ist und die AI nicht so programmiert ist. Die kommen aber alle von der anderen Seite. Ich gehe mal auf das untere Dach, vielleicht kommen die dann hier rüber. Geier! Geier, ja, 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 ja! Und das hier mit Chocho. Chocho, gell? Daisy! Fieses! Wir müssen auf jeden Fall nach dieser Nacht ganz schön viele umbringen. Da kommt der nächste Geier übrigens. Habe ich einfach aus der Luft geschossen. Kann ich mal aufhören, dort anzukommen? Aber aus der Luft scheißen ist unhöflich. Ich glaube, die sind alle gerade unten in dem Haus drin. Oh. Das ist ja nett. Aber immerhin lassen die unser anderes Haus in Ruhe und hier kommt wirklich nicht viel gerade. Also von dem, wie es sich anhört. Ich habe auch schon 2 Geier aus der Luft geschossen. Ich würde jetzt nicht unbedingt das Fahrrad da oben drauf tun.
Okay, das würde ich wirklich nicht tun. Jetzt sind sie da. Der Vogel hat gewirkt. Die sind da nur kurz hingegangen, haben die Wand eingeschlagen. Ich finde auch schön, dass hier so richtig viele Fallen rumliegen. Überall. Man sieht nichts anderes. Ja. Ne? Ich nehme mir 25 Kartoffeln. Hälfte raus. Der habe ich. Ich mir den rechts. Auch wenn die gekochten Eier da eigentlich noch für dich sind. Meine Energie ist jetzt wieder bei 109 von 110. Gumm wie sonst was, holy fuck. Du läufst auf der Stelle. Du kommst sehr langsam zu mir hin. Geile Sache, was du da drauf hast. Und dann bleibst du plötzlich stehen. Was? Du bist die ganze Zeit auf der Stelle gelaufen und dann bleibst du plötzlich stehen. Als ich dir auf den Kopf springe. Aber gut aufgebaut, hier passiert ja so viel. Da hinten laufen irgendwelche Zombies rum, aber die tun nichts. Die laufen da einfach nur rum. Wow. Wow. Wäre toll, wenn du dich nicht auf dem Dach da befinden würdest, weil wenn wir hier unten sind, dann sind die halt mehr in diesem Gebiet. Grund, solche coolen Moves zu machen. Hä? Wow. Ich habe die Frau angeschossen und dadurch ist die Wand kaputt gegangen, weil die dagegen geknallt ist. Ah, der erste ist durch die Falle gestorben. Das Problem ist, wenn die alle durch die Fallen sterben, kommen mehr. Läuft einer. Ja, cool, da wurde sogar einer gerade reingespawnt, hab ich gesehen. Die haben auch was gegen die Teile hier. Ja. Wo wir gedacht haben, dass da Wasser drin wäre. Untertitel Musik. Ja, ich kann Zombie despawnen. Nimmst du das auch an? Was soll ich denn bitte annehmen? Ich schieß einfach mal rein. Kommen ja auch schön viel mehr und die gehen alle in die Fallen rein, weil die blöd sind. Ich glaube aber, wenn wir es, wenn bisher keiner gestorben wäre, wäre auch gut, weil dann hätten wir nicht so viele Zombies nachher zu clearen. Hm.
Sind das da Feuerzombies? Was? Ja, da sind gerade, glaube ich, Feuerzombies angekommen. Oder sah das nur so aus? Nee, sieht, glaube ich, nur so aus. Haben die denn gegen die Teile? Wir brauchen Wasser. Wir brauchen Nachkommen. Wir brauchen Gnade. Also die Wand da hat sich bisher am besten bewährt. Die Wand da vorne haben sie eingeschlagen. Warum machen Wieso wir macht das nicht dann aus demselben Material wie diese Teile dort? Das halt ist übrigens. Material ist das. Keine Ahnung, super toll. Halt mal Ausschau, dass von oben auch nichts kommt. Das ist ein toter Hund. Ja, ein Hund war da vorhin und ist in die Stacheln gelaufen. Oben ist gar nichts. Das ist ein guter Ausblick. Stell ich die beste Textur im Spiel. Da ist wieder ein Typ reingespawnt worden, das heißt, da ist jemand gestorben. Sind die alle wieder unter uns? Ich finde schön, dass man trotz Blutmond immer noch Schleichschaden machen kann. Klettern hoch. Frag mich ja, wann die ersten Dingens ankommen. Die Ferrorites. Good question. Baust du da? Ein Hochweg. Warum hat man mich nicht in die Avengers gelassen? Warum sollte man? Ein besserer Hawkeye. Ich meine, ich kämpfe gegen Zombies. Wow. Ja, was kann der groß? Pfeile schießen. Siehste? Ich kann sogar draufschlagen. Und Bäume fällen. Du liegst nicht falsch. Turm bauen. Hallo. Motherload.
dass wir nach noch eine Folge aufnehmen? Fürs Erste nicht. Je mehr wir jetzt killen, desto weniger müssen wir nachher killen. Obwohl, das macht keinen Sinn, weil hier neue nachgespawnt werden. In diesem Stadium. Aber es werden keine neuen mehr nachgespawnt, wenn wir alle killen. Kein Grund, Bäume zu fällen. Vor allem, weil ich da mehr rauskriegen würde. Da springt einer die ganze Zeit auf das Dingens hoch. Weißt du das? Warum schlagen die dagegen? Wahrscheinlich, weil ich da hinten gestanden bin, aus irgendeinem Grund. Ich sehe jetzt jedenfalls nichts mehr. Wir können mal eben das Feuer hier ausmachen. Willst du mich eben verteidigen? Wenn das hochkommt, ja. Okay. Ich hol mir dann nämlich eben mein Essen ab, bevor das kalt wird. Okay. Ich hab die Zeit, ja. Es passiert ja eh gerade nichts. Muss ich dann die Zuschauer alleine unterhalten? Seh ich mal, ja. Es hat schon wieder ein Zombie gegen die Getränkemaschine geschlagen. Was ist das diesem Spiel geworden? Früher war das vielleicht nicht gut, aber es war besser. Jetzt ist es nicht mehr besser. Damals, so unseren Zeiten, als die. Hat schon wieder ein Zombie gegen die Scheiße geschlagen. Die haben wirklich auf die Kacke. Wo steht eigentlich gerade rum? Wenn ihr da ins Nichts seht oder keine Ahnung wohin seht. Ja. Guten Tag. Wie geht es Ihnen? Hey. Hallo, ich habe in der Zwischenzeit blöd rumgelabert. Ist da irgendwas passiert? Nee. Nur zwei Zombies haben gegen die Getränkemaschine geschlagen. Ich habe jetzt aus irgendeinem Grund so ein gerolltes Teil mit allem, was in einem Döner drin ist, plus Pommes. Gut. Ich sehe nur, wie du runterfällst. Das ist meine Reaktion darauf. Guck dann mal, was hier unten alles ist. Die haben hier relativ viel kaputt geschlagen. Ich hab gedacht, das wärst du. So, ich die sollten das. Ja jetzt alles einfach sterben, oder? Hoffentlich. Wenn die hier reinlaufen. Werden ja wohl kaum da easy durch können. Wir dürfen die halt nur nicht in unsere Spikes dort hinten bei unserem Haus reinkommen lassen. Da töten wir die lieber erstmal selber.
Ja gut, so viel haben sie jetzt innen drin, glaube ich, nicht so kaputtgeschlagen, oder? Nö. Die sind halt direkt zu diesem einen Ort, wo wir hier zugebaut haben, reingegangen. Ja, wieso glaubst du, haben die, weil wir so viel zubauen müssen? So, aber dann haben wir jetzt alles. Schön, wie die Tür trotzdem unbeschädigt ist. Ja. Was war das? Hast du das gehört? Was? Da kam gerade. Warum hast du einen höheren Game Stage als ich? Hey, ich habe mir niedergehört. Du hast 85, ich habe 82. Bei mir habe ich 88 und du hast 102. Okay. Sehr gut. Ich werde mal ein paar Bäume fällen jetzt. Du das. Du kannst in der Zeit ja wieder weiterarbeiten am Haus. Am Bergsteigermüsli. Jetzt einfach aus einem Baum mal 200 Holz. Ja. Sind ja ganze 10 Spikes. Konnte man nicht, glaube ich, auch noch das so machen, dass du mehr für weniger machen kannst? Good question. Also wenn, dann wird es wahrscheinlich bei Intellekt sein. Würde ich jetzt sagen. Ja. Hier ist nur Crafting is faster. Und Crafting is faster brauchen wir jetzt nicht unbedingt, aber ist jetzt auch Kann nicht schon schlecht. praktisch sein. Brauchen wir aber nicht unbedingt, weil wir craften sowieso schon recht schnell. Ich will nur was Kompliziertes craften. Ich hätte jetzt lieber erstmal gerne, dass ich schneller irgendwas zerstören kann. So, und ich brauchte für das nächste Hammer and Forge Intellekt 8 und Level 70. Und für Intellekt 8 brauche ich 3 Punkte. Und Level 70 dauert noch, weil ich 47 bin. Da kann ich, glaube ich, erstmal mich auf das Zerstören fokussieren, glaube ich. Ja, und ich sehe unser Haus vor Baum nicht. Dann kannst du den Baum ja wegmachen und einen neuen hinpflanzen. Aber ich sehe den Baum vor Haus nicht. Haben wir da jetzt eigentlich schon an der einen Stelle jetzt eine Tür? Nee, noch nicht. Kannst du auch hinsetzen. Ja. Ich freue mich auf die zweite Staffel, Kobayashi. Wenn dann endlich die Stelle kommt, wo die sich einen Penis wachsen lässt. Wie Parasite? Machen die das da? Ich meine, da wird mal der Arm von den Typen kurzzeitig in den Penis verwandelt. In Wow. den ersten 2 oder 3 Folgen passiert das.
Dragonmaid macht die sich einfach einen Penis, weil die denkt, dass die nicht auf Frauen steht. Was? Ja. Weil die denkt, dass sie nicht auf Frauen steht? Kobayashi, also Toru meint, die steht nicht auf Frauen, die Kobayashi. Deswegen Penis. Was macht das für einen Sinn? Ja, weil die dann theoretisch ein Mann wäre. Also, auf was stehen und was sein ist, ist komplett anderes. Ein Reh. Den Bogen. Ein Hirsch. Ein Horsch. Ein Küchner. Bist du den... Was? Den Rival. Trigger Wen? Group Semi Schematic. Wen will ich raveln? Den Zombie hier. Trigger Group Semi Schematic? Ja. Okay, ich kann ein Upgrade jetzt bauen. Ich muss kurz aus dem Spiel tabben. Ich komme ja einfach über einen Hügel drüber und dann sehe ich auf der anderen Seite direkt als erstes so eine springende Krankenschwester. Sehr nett. Okay. Was soll das? Noch ist die Aufnahme nicht vorbei. Incoming Call. Ja, toll, da muss ich auch raus tappen. Während der Typ da auf mich losläuft. Danke. Guten Tag, wie geht es Ihnen? Ich werde hier gerade attackiert. Danke. Ganz gut, ganz gut. Ich nehme auf. Jo, ja, habe ich gerade schon gehört. Habe ich ihm erzählt. Kann ich dazukommen? Okay, dann nehmen wir halt noch eine Folge auf. Achso, wenn du jetzt sowieso fertig bist, dann lass ich es sein. Ja, eine Folge können wir schon noch aufnehmen, wenn er auch dabei ist. Jetzt habe ich das Spiel schon wieder geschlossen. Gott, damit dann halt nicht. Fällt dir übrigens nichts auf. Hast du ein anderes Mikrofon? Ja. Jetzt sagen müssen, du bist grün. Scheinbar habe ich doch Seven Days to Die gestartet. Ich dachte, ich habe es geschlossen. Was jetzt? Lasi, was bist du? Blöd. Das ist nicht falsch. Achso, wir bauen gerade hier einen Turm. Also das Übliche. Nee, das ist mal was ein Bunker. Und wir haben gerade die dritte, siebte Nacht überlebt. Okay. Wieder mal, indem wir uns auf der Feuerwache versteckt haben. Hätten wir die nicht wieder aufgebaut, ich glaube, dann wäre die kaputt gegangen, oder? Nicht unbedingt. Ja, doch schon irgendwo bestimmt. Andernfalls würden die dann einfach nur durch die freien Gänge durchgehen und nichts mehr anschlagen. Ja, eben. Kommt einfach aus dem Wald so ein wütender Typ raus. Also Lars, ich sage es definitiv, kommst du dazu oder nicht? Also, ich komme gerade dazu.
Aber es ist euch überlassen, ob und wie viel ihr dann noch machen wollt. Also ein du musst dir dann gleich halt mal. Sage ich nichts zu. Oh. Du musst dir dann halt gleich mal ansehen, wie unser Haus inzwischen aussieht und die Umgebung. Der spawnt gleich einfach in einem Spike drin. Auch das kann sein. Das ist sogar relativ wahrscheinlich, wenn du draußen das letzte Mal warst. Ich glaube, der hat oben mit uns in dem Haus geschlupft. Ich weiß nicht, wo ich das letzte Mal war. Was machst du gerade? Ich spiele mit dem Zauberwürfel. Ich durchsuche ein Vogelnest. Ein Zauberwürfel! Lassi Hasi turned the game. Hello. Hey, dann kannst du deine ganzen Anime-Reviews hier wieder machen. Ja! Habt ihr eine Ahnung, wann ich jetzt zuletzt was gesagt habe dazu? Vor zwei Wochen. Ja, wir haben auch irgendwie zwei, drei Folgen. Gebraucht, um uns alle aufzuzählen. Jeweils. Wo seid ihr denn? Ja. Lade mal in unsere Party an. Guck dir bitte mal sein Level an. Ja, ne? Vielleicht. Ja. Ne? Warum ist mein Level eigentlich so viel weiter als deins? Keine Ahnung. Ich überlege gerade, wann war ich jetzt zum Letzt mit dabei? Vor 3 Wochen? Vor 4 Wochen? Vor der Zeit. Also, wenn du eine Review machst, machen wir das eh erst in der nächsten Folge. Ja. Und dann gucke ich mal eben, dass ich noch was zu essen kriege, weil... Hallo, Lasi. Na? Ich habe mir das jetzt zwar geholt, aber ich habe es noch nicht angefangen. Ist das ein Fahrrad? Ja. Cool. Was sonst? Du kannst jetzt nicht automatisch ein Motorrad bauen am Anfang, du kannst aber ein Fahrrad bauen. Nice. Der Fahrrad kann man öffnen. Das Fahrrad kann man öffnen. Das hat eine Storage, meine ich. Du hast den Kochtopf nicht zurückgebracht. Ja. Gut, ist egal. Ich verfolge Lasi. Tu das. Ich laufe gerade einfach durch die Gegend und schaue, ob ich irgendwas finde. Ja, das sehe ich. Könnte. Ich glaube, wir können sowieso einen Kochtopf hier drin machen, oder? Kochtopf? Ich kann sogar einen Kochgrill machen. Du läufst durch die Gegend und suchst, ob du was findest, was du gebrauchen kannst. Schlägst gegen Glas. Ja, hier ist Baumwolle. Sehen wir, als würden wir Baumwolle brauchen. Ja, vielleicht nicht. Ich bekomme da jeweils 10 XP für jede Baumwolle, die ich abbaue. Ich auch. Ich krieg sogar 80% mehr Zeugs daraus. Nice. So toll bin ich noch nicht. Zieh dir mal unser Haus an, Lassi, komm. Mach ich sofort. Renn in die gegengesetzte Richtung. Na, ich schau grad, dass ich noch irgendwas Nützliches finde. Warum habe ich dann gelben... Achso, ich bin durstig. Eine Flasche Wasser trinken. Oh, Federn. Sag, wenn du bereit bist, mir zu folgen. Ach, ich denke, wenn es gleich dunkel wird.
Es ist 10 Uhr morgens. Na also, dann habe ich ja noch Zeit. Nee, ich wollte gerade mal in die Wüste gehen und schauen, ob ich da irgendwas Tolles finde. Also ich habe da immer noch eine Mission, die ich machen muss. Ich habe auch noch eine Mission, die ich machen muss. Ist aber nicht in der Wüste. Die ist irgendwo. Ich glaube, ich habe gerade, habe ich nicht, ach so, ich muss Buried Supplies finden, das könnte ich machen. Ja, das muss ich gerade auch machen. Ich muss, glaube ich, nur irgendwo was abholen. Und habe ich gerade gefunden, was ich denke, dass ich gefunden habe? Ist das ein Zombiehund? Ja, es gibt Zombiehunde. Seit wann gibt's die denn? Schon immer. Von immer. Ich glaube, den sehe ich zum ersten Mal. Schon immer. Ist wie Fidel Castro. Brauch, glaube ich, Hilfe. Ja, Pech. Da musst du mit Gewehren drauf schießen bei Hunden oder nach hinten zurückgehen. Wir haben auch schon mal einen Bären umgebracht, indem ich einfach nur mit Nahkampf von ihm weggelaufen bin. Ich habe es mit Bögen versucht. Ja, das kannst du generell vergessen, wie in jedem Spiel. Obwohl, habe ich das nicht bei dem Bär sogar mit dem Bogen gemacht? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, dass ich es in jedem Spiel vergessen habe, kann aber trotzdem. Mit Skyrim, Bögen sind da in jeder Hinsicht OP. Ich werde auch weiterhin Bögen benutzen, weil es lustig ist. Hallo. Ich mach mal eben Licht an. Ja, ich hole mal kurz mein Hier mal das Haus Rucksack von zurück. außen an, wenn du kurz weg bist. Ja, mache ich. Oh, sieht interessant aus. Sieht Das irgendwie ist ein aus, als würde da Knoten. so ein Tumor rauswachsen. Ja. Gibt es hier irgendwo Stellen in diesen Stacheldingern, wo man durch kann? Kann man da drüber springen? Im Norden oder Osten ist eine Tür. In Anführungszeichen Osten, im Osten. Ich bin einfach durch eine Stelle, wo keine Dinger waren gegangen. Ja, die müssen wir wieder reparieren. Ich schlage mich hier gerade in den Bunker rein. Du das? Also ich muss sagen, dieses komische Teil mit allem allerlei drin, schmeckt tatsächlich. Wie auch immer das möglich ist. Lasi? Ja? Tales of Systeria war übrigens scheiße. Oh. Black Lagoon ist toll. Ich habe heute mal Hana Monogatari weitergeschaut. Ja. So, wollen wir die Folge aber erstmal wechseln? Okay. Gut, dann würde ich erstmal sagen, das wäre es für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. Adios. Tschüss.